Guten Morgen. Ja, schauen wir mal. Da ist dann echt ein Schreibfehler drin hier, sehe ich gerade. Konsum. Ja, Mensch, ja, habe ich jetzt schon beantwortet, so, ja. Den Titanvorbau hätte ich sehr gerne verbaut, weil so geil mit dem Schriftzug und so drauf, ja. Gestern bei dem Rad, aber ist ein anderes Klemmmaß. Ist halt für Rennrad, ist ein bisschen dicker. Da kriegst du eben den Lenker nicht drin. Deswegen habe ich das nicht gemacht, habe ihm das aber alles, wie gesagt, mitgegeben, habe gesagt, hier, falls du das Rad mal verkaufen willst sozusagen und dann baust du das wieder um oder so, original und legst dir beiseite. Ich meine, dein Lenker ist geil, Lenkerband, deswegen habe ich ja alles komplett gelassen. Einfach abbauen, weil du brauchst das echt nur aufstecken, neue Züge drin, fertig. Dann ist das Ding wieder umgebaut. Ja, das geht total schnell. Und 600er Bremshebel, ey, kann ihm das ja nicht einfach abrippen, Alter. So, leg mir das hier schön beiseite und das war, danke, meins. Nee, 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 das geht nicht. Der Vorbau ist geil, ja. Aber wie gesagt, der ist ja ein bisschen dicker. Die Klemmung ist ein bisschen dicker. Jo, Ben, ich will nicht installieren. Titan, Felix gibt Gas. Naja, ey, hoffen wir echt, ey, Mann, Felix. Schwach anfangen, stark nach. Schwach anfangen und stark nachlassen, ja. Am Anfang einfach verschlafen, ja, das war natürlich, ja, ich weiß nicht, wie man ist, ne? Bremsbeleger an der Trommelbremse, Mensch, ja, ich hab doch mal eine zerlegt, also die Belege selber wechseln, natürlich nicht, weil die sind ja auch vulkanisiert auf so einen Träger, auf diesen Träger, auf den Drückerplatten, Liste. Achso, das beantworte ich auch lieber so. Also, nochmal, ich beantworte das mal im Blog. Das ist immer schwierig, das einzuschreiben. Also, die Gabel für das Peugeot, das haben wir ja eigentlich jetzt gelöst, indem wir, also ich würde das gerne auch nochmal umbauen, wenn es eine Gabel gäbe. Es sind natürlich 28 Zoll Laufräder. Ja, aber es müsste eine Peugeot-Gabel sein. Peugeot 28 Zoll für dieses Sportrad. Und mit einer 20 cm Schaftlänge. Nicht 3 mm weniger oder so, 3 mm mehr, kein Problem, aber 20 müssen es sein. Weil nur dann stimmt der Abstand für die Bremse. Ich habe das jetzt mit einer 26 Zoll Sportgabel Standard gelöst, sozusagen erstmal, was mir aber nicht sehr gut gefällt. Aber dem Kunden war es jetzt auch real, weil ich glaube, ich meine, die kostet irgendwie 17, 18 Euro die Gabel, ne? Also das ist nicht, das ist nichts Besonderes. Und die Peugeot-Gabel ist in jedem Fall, wäre die teurer. Also jeder, der so eine Peugeot-Gabel rumliegen hat, mit der Schaftlänge, die ja wirklich in jeden Rahmen dann eben passt und dann zur Not gekürzt wird, der nimmt da auch 35 Euro für. Ich glaube, noch mehr wollte er nur ohne ausheben. Und diese Thompson-Lager, also an Mike, an dich geht das natürlich, diese Thompson-Lager 34 mm ist so gut wie nicht zu finden. Also habe ich auch so durchgeguckt, danach nochmal im Netz. Aber passt ja, sie kam nochmal vorbei, sie hat sich bedankt, sie fand das toll. Und ja, also wie gesagt, das Peugeot ist raus und das Heidemann ist auch raus erstmal. Und wir hoffen, das hält. Zur Not muss ich mir echt mal nochmal dieses scheiß Gewinde schneiden. Besorgen. Marco schreibt, Tommy, ich habe bei dir abgeguckt und jetzt kann noch richtig Reifen mit der Hand drauf machen, ohne dass ich mir die Finger breche. Na siehste, wunderbar, hast du gut gemacht. Ich meine, das ist wichtig, damit meine Reifen nicht zerstört. Ich ziehe mal Hut, ich habe mit Challenge-Reifen auch schon einige Schläuche beim Aufziehen zerstört, allerdings mit Tubeless Ready Laufrad. Challenge ist Challenge. Segra Ruka schreibt mit dieser Stadler-Geschichte. Ich weiß ja gar nicht, wie sich das verhält. Deswegen wartet erstmal nur so. Also bei mir, meine Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Da möchte ich mich nicht festlegen oder so. Und das ist, ja, also wie gesagt, das ist nur meine erste Intention. So, also was ich so dazu denke, weil das ja eben alles hier sozusagen, wenn auch nicht live, schneide ich es ja trotzdem nicht raus. Ich sehe, ich agiere in dem Moment. Ich bereite mir nicht meine Texte vor. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied gegenüber anderen Kanälen, die vielleicht sich einen Plan machen, wie und was filmen sie jetzt und was sagen sie dazu. Und wenn es nicht stimmt, filmen sie es halt nochmal, die Szene. Das mache ich nicht, das kann ich mir nicht erlauben. Hier ist alles authentisch und wenn jetzt jemand reinkommt, agiere ich auf ihn und dementsprechend ist meine Reaktion sozusagen. Und die wird dann nicht nochmal halt scheiße, das war jetzt scheiße, dass ich das gesagt habe, komm nochmal auf Anfang. Ne? Und deswegen sieht da manchmal eben auch so Dinge, auch so manchmal total bescheuerte Aussagen vielleicht von mir, die überhaupt nicht stimmen, die dann selber am Ende, wenn man dann hinterher nochmal Revue passieren lässt, zum Beispiel wie mit dem 29 mm Innenlager. Ich meine, wo sollen da 29 mm, wo sollen da noch eine Achse hin? Ja, oder sowas zum Beispiel. Sowas. Das wird mir spontan einfällt. Ja. Zum Beispiel, das hinterfragt man dann doch irgendwann einen Tag später, denkt man dann, hä, wie bescheuert ist man da eigentlich gewesen oder so. Oder manche Sachen nehme ich dann auch ja nicht mehr. Und fallen mir Tage später ein oder so. Und naja, aber ich kann ja auch nicht alle den ganzen Tag zeigen. Ne? Und deswegen stehe ich vielleicht manchmal auch ganz schön als der Dummbatz da. Aber so ist es halt. Ne? So ist es, so bin ich ja auch. So bin ich. Ne? Also ganz einfach. Also ich freue mich auf alle Fälle. Ja, mein Schön, wenn es euch gefällt. Stevie Wonder, Minute 24:17. Ist doch super, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, jeweils 7 Jahre zu warten, bis du den Wunschpreis erzielst. Super. Es geht nicht um Wunschpreis, es geht um Musspreis. Ein Wunschpreis ist es nicht. Da ist nur das Material gerechnet, ansonsten könnte ich das halt auch auseinanderbauen, aber das mache ich halt aus Prinzip nicht. Also ich meine, ist ja auch ein Extrem, ne, dass das jetzt hier nehmen. Ja, das ist ja klar. Natürlich sind meine Räder zu teuer für ja, aber was soll ich machen? Du meinst, wie gesagt, du meinst halt, ich hätte jetzt nicht warten sollen damit, sondern hätte quasi einen Rahmen, hätte ich einfach wegschmeißen sollen und einfach die Teile so einzeln nach und nach verkaufen oder was. Ich meine, das mache ich ja außerdem, das mache ich ja nebenbei. Ja? Die Teile kann ich auch so verordern. Warum soll ich nicht meinen Bestand sozusagen haben? Der wird ja immer weniger. Ich meine, ich hatte mal 400 Räder hier im Laden. 400 Räder. Und jetzt bin ich auf 200 Räder. Und das ist schon in Ordnung. Ne? Und ich habe nicht die Lust auf diesen riesen Durchfluss. Weil die Leute wollen einfach hier auch... Es ist einfach so. Die Leute, die Qualität kaufen wollen, die kaufen auch bei mir. Und die Leute, die meisten, die hier kommen, wollen aber ein Rad für bis zu 100 Euro haben. Und das tut mir leid, das kann ich leider nicht anbieten. Das kriege ich nicht hin. Die Räder, die hier ankommen, die sind so kaputt, so durch, die kann ich nicht für einen 100er anbieten. Und ich kann auch kein Rad mit einer kompletten XT-Ausstattung für 100 Euro weggeben. Also das wäre ja bescheuert, wäre das da. Auch nicht für 200, das geht halt nicht. Und außerdem, wie gesagt, der Bedarf ist so gering an Leuten, die Räder kaufen wollen überhaupt hier. Also wie gesagt, nur diese Billigräder, ganz billig. Muss man nochmal abschließend sagen, ist ja nicht so, dass ich mich verweigere dagegen oder so. Ich habe hinten Räder stehen mit Rohloff, die ich neu aufgebaut habe. Da ist ein Rohloff drin. Wie soll das? Klar sind die teuer. Klar kosten die 1000, 1500 Minimum, ja, bis 2000 Euro. Das ist doch ganz klar. Was soll ich denn mit den Rädern machen? Also nachher neu, ne? Der Rohloff immer alles neu gekauft und alles eingebaut. Nachher neu. Was soll ich denn damit machen? Soll ich die auseinanderruppen, die Räder wegschmeißen oder was? Was soll ich da machen? Die sind so neu. Die kosten halt so viel. Nee, das muss ich mir auch halten soweit und das ist dann auch gut. Das muss so bleiben. Der Otto-Normalkäufer bei mir sieht halt so aus, dass er ein Rad haben will für 50 bis 70 Euro. So, das ist so der Bereich, den die kaufen wollen. Ganz einfach. Nicht mal ein 100er, sondern 50, 70. So 90 habe ich ja draußen, ist den schon zu viel. Ich habe ja günstige Räder auch. Ja, aber das ist dann schon zu viel. Nee, auch nee. Naja, so viel dazu einfach nur so nebenbei. Ja. Na, wenn ich nicht so viel zu tun hätte hier mit Reparaturen, sagen wir mal, da könnte ich mich natürlich auch mehr auf den Verkauf konzentrieren. Aber dadurch, dass ich repariere, kann ich natürlich auch keine Verkaufsräder anbieten groß. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wie gesagt, ich könnte ja mein System nicht. Ich baue ja immer wieder neue Räder auf. Es ist ja nun nicht so, dass ich immer voller werde. Eigentlich werde ich ja immer radtechnisch immer leerer. Das Problem ist auch, dass sie alle Geld haben für jeden Schnulli. Für ein Rad wollen sie kein Geld ausgeben. Und dann kommen sie alle mit dem Argument, ja, naja, dann wird mir das ja wieder geklaut. Na, wie oft höre ich denn von den Leuten, ja, ich habe jetzt ein neues Handy, das letzte wurde mir geklaut. Und geben wieder 300, 400 Euro aus, 500, 600 für dieses scheiß Handy. Manche 1000. Weil der ein Apple sein muss, oder was? Dafür ist dann immer Geld da, ne? Aber für ein Fahrrad, was einen wirklich vernünftig bewegt und so. Ich meine, telefonieren kannst du mit jedem Handy. Haben sie mittlerweile raus. Beim Fahrrad muss es denn die letzte Gurke, der letzte Husten sein. Aber wenn das ist Schnulli, Spielzeugkram, wo man so ein bisschen Knöpfe drücken kann. Und so, oh, das muss ja was verändert sein. Nee, dafür, da teile ich einfach das Verständnis nicht. Ich baue weiterhin meine Räder in der Qualität, die ich vertreten kann. Ganz einfach, das muss ich mir einfach auch so sagen. Ne? Und wenn einer kommt, der kauft, ist ja nur nicht so, dass ich alle 7 Jahre mal ein Rad verkaufe, sondern es ist halt so, dass ich Räder da habe, die teilweise schon 7 Jahre saßen. Und so, wie wir auch oft im Filmverleih hatten, und zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir dann echt mal erstmal überlegen muss, verkaufe ich die jetzt oder behalte ich die? Und dann ist es ja auch, dass wir Sammlerstücke da haben. Und Sammlerstücke sind Sammlerstücke. Ich habe einfach auch historische Räder, habe ich da hinten. Also Räder von um 1900 und so. Die verkaufe ich doch nicht für einen Apfel und ein Ei und an jedermann. Also das mache ich doch nicht. Das ist doch Quatsch. Also das bringt doch überhaupt nichts. Da bleiben die lieber hier stehen und noch 20 Jahre und dann verkaufen sie meine Kinder für richtig Geld. Also das ist ja nicht so, dass die schlechter werden. Oder so. Und wenn ich den Platz mal brauche für irgendwelche anderen Sachen, die geschäftsmäßig besser vielleicht sind zu behalten oder so. Wieso? Manch einer sammelt dies, ich habe halt ein paar Fahrräder. Manch einer sammelt, was weiß ich, Schlümpfe. Wenn er so wollt. Sammel die ja nicht mal. Ja komm, verkaufe ich die. Ich kann doch nicht zum Beispiel einen Marien, kann ich doch nicht zum gleichen Preis wie einen Falter von Real verkaufen. Obwohl es das gleiche ist. Stellst du nebeneinander, ist das gleiche, ja. Die Ausstattung ist natürlich völlig anders, die Rahmenqualität ist völlig anders. Ja, alles ist besser bei den Marien. Aber ich kann es doch nicht auch für einen 100er oder für 90 Euro biete ich dir einen Falter an. Mit Marien kostet halt 300, 280 auch noch okay, ja. So. Aber es ist halt so. Ist doch normal. Das ist doch, als würde ich einen Mercedes zum gleichen Preis von Skoda verkaufen. Das macht man doch nicht. Das sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand. Und hier dagegen sind halt die Leute nicht da. Es ist ja ein simpel, wie dieser Laden an einer anderen Stelle. Wurde mir schon öfter gesagt. Einmal hatte ich hier so eine Innenausstatterin, die hat in New York, macht die so Shops, richtet die ein, so trendige Dinger. Und die war so im Grunde genommen auf der Suche nach Ideen. Ey, die hat den ganzen Laden abfotografiert. Dann hat gesagt, ey Mann, der Laden projiziert dahin und du bist Millionär. Das ist den Scheiß egal, die kaufen jeden Schatz. Die kaufen da alles. Deswegen, das ist nur eine Sache natürlich klar. Ich bin halt hier in so einem Viertel, wo sie echt, wo das auch schon ist angesagt, aber eben das Geld ist noch nicht so, das ist nicht so da. Sagen wir es mal so, ne? Und Deutschland ist ja alles so schön auf billig, billig, billig. Perfekt. Die meinte perfekt, der Laden. Perfekt. Natürlich ist er mega voll. Warte, ich muss hier ein bisschen. Muss mal gucken. Jeder, der das besser machen kann, ich kann auch Räder verkaufen ohne Ende von den Rädern, die ich hier arbeite, das ist klar. Für einen anderen Preis oder so. Ich kann jetzt ausverkaufen und so. Und dann baller ich die Räder raus für Stück 200 oder so. Und dann sind sie weg. Und dann. Achso, dann mache ich hier zu. Mach ein Schild dran, zu vermieten, fertig aus. Aber das war's. So kann man dann nicht arbeiten. Hast du uns was mitgebracht? Ich habe Brötchen und Milch halt gekocht. Und tschüss! Und geht wieder raus. Ist ja ein Tschüss. Oh. Was haben die denn wegen Frühstück und Brot und ja? Als wenn ich ihr irgendwas antun würde damit. Ach, ist doch Quatsch. Ja, einfach. Gibt Frühstück, gibt Brot, Brötchen und Milch. Fertig aus. Und Pillar. Fertig, jeden Morgen. Ja, kann ich mir auch so einen Kaffee essen. Aber die wollen ja Mittag, so, dass ich mal irgendwas koche. Mhm. Mach ich ja auch. Das kannst du mittags machen. Mach ich auch einmal am Tag. Ne? So. Ja, ich habe die so rumgelegt, weil es nicht gepasst hatte. Dass das Salami jetzt anders Team ist. Und zu Hause koche ich ja auch jeden Tag. Nee, unsere Kinder sowieso nicht eigentlich. Nee, ich bin ja alt. Das ist ungefähr die Krise, die wir haben. Den füttert nicht so durch. Moment mal. Der stimmt nicht nur dich, sondern die anderen auch. Also ich boah, ich hab einen riesen Rattenschwanz dran festgefahren. Stell dir mal vor, ich hätte das alles nicht. Ich wäre ja Millionär. Ich würde, also ich hätte das ja schon lange gekauft. Ja. Erstmal war ich auch schon immer arbeiten, ja? Oh, ich hätte das ja immer gekauft. Ich war nie arbeitslos. Ich hätte das ja gekauft hier. Ich kriege im Moment auch noch Gehalt. Und ich kriege Elterngeld. Ich glaube, ich hätte die große Wohnung schon lange. Und das Dachgeschoss hätte ich mir ausgebaut. Mit dem Pool oben hoch. Halt ich dann kümmere mich um alles andere. Das ist toll. Stell mal vor, du gehst nach oben und springst in deinen Pool. Über den Dächern von Berlin. Zack, bumm. Die Temperatur. Geil. Geile Meile. Genau. Aber was hab ich? Ich sitze im Keller, Alter! Nix! Da kam ich Grundwasserpool! Ja. Hast aber ganz viele Kinder. Ja, auch noch. Kleine Ratten. Keller und Kellerratten. Also erstmal, ich verdiene auch Geld. Und ich war noch nie arbeitslos. Ja? Du bist halt schwanger. Bei dir nennt man das schwanger, nicht arbeitslos. Schwanger nennt man das. Ich bin nicht arbeitslos. Mutter. Ich bin immer in Arbeit. Und Mutter, ja, immer. Arbeit. Mutter, Mutter. Immer. Mutter. Ich bin immer in Arbeit. Mutter, Mutter. Du bist immer Mutter, Mutter. Die 4-mal Elternzeit. Die. Ah, 5 Jahre. Das stimmt gar nicht. Ich war jeweils nur 1 Jahr weg. Außer bei Skadi, da war ich 1,5 Jahre weg. 4-mal ein... sind 1,5, 5,5, 6,5 Jahre. Aber kommen da zusammen bei einer bin ich ja noch nicht mal in Elternzeit. Bis jetzt war ich 3,5 Jahre. Mal so und so viele Jahre auf der Welt ist das, ja, du hast schon die Hälfte. Ja, hast du schon dann Ausbildung abgezogen, zählt ja nicht, ist ja keine Arbeit. Kommst du auf bestimmt 4 bis 5 Arbeitsjahre. Stimmt, nicht schlecht. Gar nicht. Nicht schlecht. Mit 19 war ich fertig, nee, mit 20. Ja, jetzt bin ich 34. Und davon 6,5 Jahre schwanger. Das sind doch gar nicht 6,5 Jahre schwanger. Ich habe in den Schwangerschaften auch gearbeitet. Ja, aber immer nur kurz. Das stimmt nicht. Ich habe sogar bei Anouk in der Elternzeit gearbeitet. Naja. Also das bisschen spielen. Dann bin ich in die Praxis gefahren mit Kinderwagen. Erzähl nicht. Und dann habe ich von zu Hause aus gearbeitet. Ja, das zählt auch nicht. Das ist so wie Alex. Das ist der Alex-Modus. Der arbeitet ja auch irgendwie von zu Hause aus. Komm, warum machst du denn meine Arbeit schlecht? Welche Arbeit? Warum machst du nichts schlecht? Welche Arbeit? Welche Arbeit? Welche Arbeit? Ich habe immer gearbeitet. Welche Arbeit? Welche Arbeit? Weitergehen. Das stimmt ekelhaft, das war da nicht hinkacken. Die sehe ich dann bestimmt immer auch wieder. Weil, genau, die Mama ist ja meistens. Hey, du hast natürlich das so, wirklich. Du hättest du die Jahre investiert in deine Karriere, da wärst du jetzt schon noch rein raus. Da fällt schon Weg gut an. Ich hätte gleich von vornherein was anderes einschlagen müssen. Ja, hättest du. Aber auf die Idee kam ich nicht. Aber das ist nicht zu spät, das weißt du. Ja. Zu spät ist, wenn du tot bist, dann ist es zu spät. Mhm. Das sind alle viel zu, das ist immer viel zu langsam, weil ich meine Räder verkaufe. Aber ich glaube, in dem Laden hier ist das halt nicht so mit Räder verkaufen. Vielleicht mache ich das auch, vielleicht verballere ich die alle ganz billig und dann steht da ohne Räder, kauft keins mehr an, weil die, die ich ankaufen kann, sind ja nur Schrotträder. Aber wenn du da mal eins vorführst, dann staunen die immer alle, was du für tolle Räder eigentlich hier unten hast. Die wissen gar nicht, was das für alles für gute Räder sind. Ja. Können wir nicht billig raushauen. Billige Räder können wir billig raushauen. Richtig, na schön, dass du das auch mal so sagst. Aber die billigen Räder, die wachsen ja nicht wie Trauben an den Bäumen und sind fahrbereit und so. Die muss ich ja erst richten und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe mir die Räder hier drin zu basteln, Bastlerräder. Der ganze Keller ist voll mit Bastlerrädern. Weiß ich nicht, was hältst du davon? Was soll ich machen, Marlies? Gib mir mal einen Tipp, was soll ich machen mit der Räder? Ja, unter Preisverkauf ist Quatsch. Wir haben die auch alle gekauft und... Ja, oder eben aufgebaut. Also die kauft halt sehr meist. Wenn so ein Rahmen, so ein Herkules-Rahmen, habe ich damals bezahlt 50 bis 80 Euro. Habe ich ja damals bezahlt für so einen Rahmen alleine. Ja, ich auch unsere Räder ja schon günstig. Weil die ja im Umkreis sind alle viel teurer. Ja. Das Problem halt. Bist du auf die Klassiker und Oldtimer? Ist. Ja, sag. Dass du eher Mountainbikes hast. Und die Leute wollen Rennrad. Fixie. Egal wie kacke, Hauptsache es sieht gut aus. Die Leute sind noch nicht so auf Mountainbikes. Dabei sind das die viele kleineren Fahrräder. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich das. Vielleicht gehe ich echt nahtlos durch. Foto, zack, drin, weg, um jeden Preis. Krieg 20 Euro für den Rahmen, 20 Euro, 30 Euro für den Rad. Weg, zack, und dann kommen die Leute an, oh, da ist ein Kratzer dran, so wie der eine Typ, der für 40 Euro komplett geil mit Tange, MTB, Rohrsatz, das Ding halt aufgebaut, komplett LX, halt zerlegt, alles sauber gemacht, damals weiß ich noch, Schweiße meines Angesichts. Und der hat 40 oder 45 Euro bezahlt und hat dann auch rumgemosert, oh, da ist ja ein Kratzer dran, ja. Das muss ich ja nicht nehmen. Das muss ich, genau, der war das, genau der Typ war das. Weil ich gesagt habe, nee, das musst du auch wirklich nicht nehmen, also da bin ich dir nicht mal sauer, ey, bitte nimm's nicht. Und er dann, ja, nee, ich nehm's trotzdem, ja, scheiße, du Arsch, weißt du? Das hast du ja nämlich, dann hast du mit so einem absoluten Stümpern zu tun, ne? Die dann, ja, eigentlich, boah, das war der Schärfste, der Typ war der Schärfste, das war das Abturnste, was du in der Richtung einen Fahrradverkauf für irgendeinen Preis haben kannst. Der kam an und meinte, ja, eigentlich wollte ich es ja nicht kaufen. Und du denkst so, ey, du Arschloch, du hast einen geilen Draht. Also der erste Spruch ohne Draht gesehen zu haben, außer auf dem Bild bei eBay. So, eigentlich wollte ich es ja nicht kaufen, ich hab ja eins, ich brauche es ja immer nicht. Da dachte ich mir schon so, du, ein blöder Fotzkopf, ey, bitte nimm's doch einfach nicht. Ich hab so viel Schweiß darin gesteckt. Das war eins meiner ersten Räder, aber die zerlegt, die macht die da, also komplett im Detail zerlegt, sauber gemacht, neu aufgebaut, was neu musste, also Bereifung musste ja neu und so eine Sachen. Und bin damit gefahren, ich weiß noch damals die Probefahrt, wie sie ganz genau, das war noch zu der Zeit, wo ich auch diesen weißen Rad hier gebaut habe. Bin damit gefahren, hier, geht's rundherum, die Leute haben auch geguckt, schnell und so, weil ich auch unheimlich schnell unterwegs war mit diesem scheiß Mountainbike, mit einem recht filigranen Stahlrahmen. Ganz früh. Tange-Rohrsatz. Danger. Und dann kommt der an und sagt, der erste Spruch, ich dachte mir so, warum an der Tür noch? Ich habe gerade aufgeschlossen. Ja, okay, was gibt's ja? War ja nur so, ich wusste ja nicht, was ich kriege. Völlig angekotzt, angewidert. Da habe ich keinen Bock drauf, da habe ich lieber einen Preis von 400 Euro an so einem Rad dran stehen oder 500 meinetwegen so, ja. Und dann suche ich mir die Kunden aus, die das Ding kaufen. Als wenn du so ein Ding hinterher treten musst noch. Hier, nimm, bitte nimm. Hier hast du noch 10 Euro zu, nimm. Ja, ist ärgerlich, man weiß immer nie, wie es richtig ist. Aber eigentlich ist der Laden ist ja, der ist ja nun mal so, Mensch. Klar ist er voll mit Kram und für viele dann auch vielleicht zu müllig oder was, ja. Aber das ist ja nur ein Konzept auch. Ich vergessen, die ganzen clean Läden, da musst du gehen, hier kannst du links und rechts von mir, hast du die Läden, wo du reingehst, wo du siehst, dass ein Fahrrad 1, 2, 3, 4, 5, und da steht dann drin 600 Euro, 800 Euro, 1500 Euro, 2000 Euro. So, dann kannst du auch so rum. Alles schön beleuchtet, Spiegel, alles schick, alles toll, dann hast du einen Tresen, wo du zahlst. Oder du kriegst so einen Scheiß, so einen Kack-Hausbauern von Fahrrad umgebaut für 250 Euro. Oder du kriegst ein ausgeschlachtetes Colnago, also Colnago wahrscheinlich noch nicht mal, aber sagen wir mal irgendwas anderes, was so ein bisschen besser ist. Bianchi. Ein ausgeschlachtetes Bianchi, wo dann gerade nochmal so... Das habe ich hier auch erlebt mit der Nachbarin, die sich einen Peugeot kaufen wollte. Wo ich eins hatte und das war ja aber zu teuer und dann hat sie einen 100er weniger woanders bezahlt, ich glaube 250 oder so, kam so an mit dem Anschluss, ja guck mal hier, 250 und dann war der Rahmen gestaucht. Ich sage, naja, aber das ist doch ein Unfallrad, ist doch, ja, war ja auch nicht, naja, also das kannst du bei mir umsonst haben. Und den, also nicht den ganzen Rad, aber den Rahmen, halt, dann kommt okay. Den Schott. Ja, ich sehe ja, es war ja, also das hast du denn nicht gesehen, ich war einum, weil die haben ja auch ja kein Verständnis dafür, also gestaubter Rahmen gewesen. Also richtig staubt, sieht man, so abgeplatzt und Beule und also unten runter also aufgeworfen. Ich sage, naja, das soll ich dazu sagen. Und so was wird dann gemacht, zum Beispiel oben mit, hast du irgendeinen besseren Rahmen, nochmal Batterien oder was weiß ich, oder irgendwelche anderen Rahmen. Und so, da machen, das, was die meisten machen, ist, diese Camperteile alle ab, Einzelverkäufe über das Netz, das geht ja gut, geht schnell. Na, und dann haben sie schon mal das Rad komplett im Einkauf bezahlt, plus die Gewinn haben sie auch schon gemacht. Und dann kloppen sie ganz billige Teile ran, sodass das so billig Single Speed ist. Ernst, diese billig Single Speed mit quasi besseren Rahmen. Na, also nicht mal die originalen Laufräder drin, sondern irgendwelche billigen Laufräder drin klatschen. Kann ich ja auch, habe ich ja auch gemacht hier draußen mit diesen Hausbauernrädern. Im Grunde genommen. Das machen die dann mit guten Rahmen. Und dann verkaufen sie das immer noch, als wäre ein gutes Rad. Ja, ich keinen Bock drauf, will ich einfach nicht machen. Und im Winter kommt eh wieder alle drin. Könnt ihr den ganzen Laden wieder kaufen, komplett, ist mir scheißegal. Komplett könnt ihr ihn kaufen. Wird aber nicht billiger oder so, braucht ihr gar nicht denken. Ja, ist doch so, ist doch wahr. Zum Ende der Saison gibt es den Laden wieder komplett zu verhökern. Dann könnt ihr zuschlagen, dann könnt ihr euch mal einen Stückpreis ausrechnen hier für die Sachen. Und was ihr alles beides mit Material, mit allem drum und dran, Pipapo, Knickknack, Eiersack, könnt ihr komplett alle und muss alles raus. Mir scheißegal. Außer die privaten Räder. Hä? Außer die privaten Räder. Ja, außer die privaten Räder, natürlich, ja. Aber da nehme ich auch nicht, da nehme ich jetzt auch nicht so viele raus. Da nehme ich dann keine, nicht hier die 20 Stück raus, sondern da nehme ich eben wieder deins raus, meins raus und den von den Kindern, wo die auch bei die wollen. Ja, alles andere bleibt. Bedingung ist nur alles. Und deswegen macht das ja eh keiner. Und deswegen ist ja alles gut, bleibt ja alles beim Alten. Wenn doch einer kommt, bitte. Dann ist es halt so. Ich habe kein Problem davon, Dinge loszulassen oder so. Ich auch nicht. Das betone ich immer wieder sehr gerne. Andrea fährt unseren Sportkasten cool. Hat sie Interesse daran? Ich glaube nicht, aber meine Haut ist super. Also ist toll. Ja, hätten wir auch Platz, hätte ich auch keine Probleme, wenn es so bestehen würde. Ne? Oder wenn die Kinder ja wirklich richtiges eigenes Zimmer hätten. Und einfach die Tür zumacht, weißt du? Der Sportkasten ist geil. Was hast du den schon eingestellt? Nee, ich hab das immer gezogen. Hast du die Lenker hingeschmissen? Beim Aussortieren oder was ist das? Nein, ich bin beim Einsortieren. Einsortieren? Ja, genau. Weil ein oder zwei sehr interessante waren dabei. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Da habe ich schon die Antwort verstanden. Problem ist, pro Fahrer gibt es ja nur einen, ne? Deswegen. Das stimmt auch nicht. Nee, achso, naja gut, okay. Ja, gut, Spezial, aber dann sehr speziell. Gut, bis nachher. Bis später! In Paris waren wir einmal, ja, Mensch. Aber meine Mama hin. Ja, ich will jedes Jahr dahin. Aber, ja, irgendwie habe ich mich da heimisch gefühlt, ey, ohne Scheiß. Ich bin da durch die Straße gelaufen, dann irgendwann nachts bin ich dann los. Wir haben alle schon geschlafen. Bin ich einfach losgelaufen. Hab mir die ganze Stadt angeguckt nachts. Keillager. Ah. Keillager einschlagen. Keil einschlagen. Ne? Da muss man halt wirklich einschlagen. Reinprügeln. Und dann hier festziehen. Ja, und dann ist das erledigt. Hat das Fahrrad gefunden. Sieht aus wie geklaut hier. Sieht man hier am Rahmen, ne? Total eingebeult. Der ist kaputt. Vom Schlossknacken. Gefunden ist sie nicht. Also von ihm vielleicht nicht geklaut, aber von irgendjemand anders geklaut und weggeschmissen. Ja, jetzt schraube ich nur noch fest und das war's. Dann bin ich da durch. Die Pumpe noch vom Kollegen. Ja, das war's schon. Hast aber lange nicht mehr abgehabt. Schon eine Spinne drin. Nein! Ja! Machst sie weg? Niemals. Natur. Pur. Tada! Tada! Yay! Na, Gott sei Dank, ey. Weißt du, wo er war? Sag! Vor dem Schaufenster. Ja. Da stand sie nämlich ziemlich lange. Ich hatte noch in der Ecke was nicht. Dann dachte ich, naja, vielleicht. Sie ist nämlich vorhin gegen den zugelaufen. Oh, ja. Da dachte ich, vielleicht liegt es da noch. Hast du den gefunden, den Helm für die da? Für die Figur, der war verloren. Um Gottes Willen, jetzt ist er da. Jetzt sieht er bei uns in der Wohnung gleich verloren. Ja, genau. Ist das gleiche. Wird weggesaugt erstmal. Erstmal ist er wieder da. Ein kurzer Moment der Freude ist gegeben. Ja, bis zum Mittag, ne? Ist ja gleich. Kochen und so. So, Sparhose. Sparhose selber bauen. Jetzt schnell mal. Fertig. Sparhose. Studieren? Ach, einfach nur so. Stand hier rum. Ich habe immer 1-Euro-Stücken drin. Nur für mich. Sozusagen. Stinkt ja schön. So, ich mache hier nochmal einen Zehner rein, ja? Na, den macht ihr gleich rein. Nutzt mal Lady Sparhose. Da musst du aber mal größer flexen. Ne, ist schon groß. Ist groß genug. Müsste reichen. Zeig, wo? Wir machen den 10er-Test. Na komm, na komm. Ja, ist einhändig, ne? Und? Hast du Splitter in der Hand? Nee. Siehst du, also, er tut dir ja einen Klapp. 10er-Test bestanden. Du musst noch einen Euro durchpassen, aber von der Breite her wunderbar passt. Spardose fertig. Auch russisch. Ja. Kann man ja noch schön gestalten, kann ich ja noch lackieren den Deckel und irgendwie. Pragmat, mal keinen Aufkleber draufgeben. Genau. Von Feen oder. Hier, was Kinder mal gerne machen mit diesem, was die Kinder in den 90er Jahren gerne gemacht haben, wie hieß denn das? Diese Fenster. Diese Glas. Naja, dieses, ja, was man denn so abziehen, was dann hart wurde, was man so abziehen konnte. Wie hieß denn das? Ach Gott! Zeug? Diese Gelee-Zeug da. Fenstermalfarbe, war das so was? Nee, war? Du hast einen ganz bestimmten Namen, ja. Ja. Auwei. Ich weiß, auf alle Fälle hat jeder gemacht und dann jeder hat auf immer so ein Ding geschenkt bekommen von irgendwie seinem Kind und so. Ich hatte damals auch sowas von dir und ja. Wurde so in der Kita dann gemacht. In den Kindergarten haben sie dann irgendwelche auch so Gläser gestaltet und dann Teelichter gemacht zu Halloween und sowas mit diesen Kürbissen, diese durchsichtigen Dinger. Ja. Wie heißt denn das? Völlig ausgestorben. Totale Trendgeschichte. Ausgestorbene Trendgeschichten. Nächstes Thema. Tamagotchi und Co. und sowas. Ist ja auch alle in der Schule mit rumgelaufen. Ne? Ja. 2,9 Milliarden Einwegbecher im Jahr in Deutschland. Ja, ist schon krass. Gibt aber größere Problemfälle. Es ist Ausdruck des Lebens. Ist egal, was man nimmt, oder? Ist dein Fahrrad? Mhm. Genau denselben Sattel. Das ist bequem, ne? Der ist für so einen Sattel relativ bequem. Ich weiß nicht, ob er diesen leichten lila Ton von Anfang an hatte oder ob er den angenommen hat im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, das ist kein besonderes Markending. Ich meine, nee, das ist irgendwo von. Das ist ein vollziger Sattel, aber das ist, glaube ich, sogar sehr schön, oder? Das ist einfach mal, mich stört's nicht, aber ich, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob der von Anfang an so ausgesehen hat. Jo. VW T4, nächste Runde. Immer wieder was Neues. Der Mika schraubt und versteht nicht, warum das dann diese Nase da ist. Einfach nicht zum Rüberlegen, oder? Genau, na als nicht hier reinlegen. Nee, na das ist ja dann wieder ein anderer Winkel. Aber dann wäre doch hier außen eine kleine Brille so Sinn. Mika, aber so haben wir es doch jetzt hingekriegt, ja, dass es läuft. Dann nimm das doch aber einfach, ich glaub, so. Der war vorher halt auch drin, ne? Das glaube ich auch, aber was willst du machen, wenn es die Umstände so hergeben, dass der ja so ausgeschlagen ist? Jetzt ein bisschen mehr Spannung. Hast du die Hülle auch getauscht? Das ist wichtig. Hast du die Hülle gespült vorher? Gespült. Mann, mach leicht. Das ist doch. Dann brauchst du das nicht reinmachen. Wenigstens hier das Leichtlauföl kannst du reinmachen. Das hier. Türclips entfernen. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung, was in der Zange. Oh, geht aber gut. Vergleichen wir gleich mal. Das ist der Originalclip. Und das ist der, Mensch, mit Dichtlippe. Das ist der aus dem Ersatzteillager, den man sofort verliert. Hier. So sehen die aus. Die gehen ja gut raus, die Dinger. Dann sage ich jetzt bei den ersten dreien. Liegt dran. Einmal frei. Ich versuche mal. Jetzt noch ein paar Befestigungsschrauben, also Silikon hält schon mal nicht so gut, kann man vergessen. Silikon reißt sofort raus. Ja, muss ich nochmal mit professioneller Klebung probieren. Oh ja. Nicht lange, was? Ja, ich finde es ja schön, wenn sie da sind. Ja, aber mal Ruhe ist auch schön. Ach ja. Dann haben wir das erledigt. So, Schuhverkleidung dran, fertig aus. Voll schwer, krieg ich gar nicht runter hier. Ja, warte ich mal auf die Kinder, dann machen wir das zusammen auf. Na, willkommen in der Werkstatt! Ist ja quasi heute zum ersten Mal, wa? Schatzbelege tauschen. Ich fange mal an. Das ist ja wirklich nicht aufregend. Oh, jetzt zeigt sie ja nicht, jetzt zeigt, wie sie aussehen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie die aussehen. Eine Hilfe. Da ist schon wieder so ein bisschen. Seht ihr hier oben das Metall? Das ist schon ein bisschen zu spät, eigentlich. Oh, arg rein hier jetzt in die Felge. Tja, das Paket hole ich erstmal rein. Jetzt vergessen nicht, dass das wieder weg ist. Hier wird ja so viel geklaut. Ja, das will ich jetzt nur nicht, ja, dass das jetzt gleich wieder geklaut wird. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Ja, ich bin aufgeregt. Was für ein Paket. Riesenteil. Schwer ist es hoch. So, und ist es. Entschuldigung. Er hat nicht so viel Geld. Er muss sehen, er muss sehen, er muss sehen, er muss sehen. Oh, bitte nicht, der Zug reißt. Ja. Na so oder so, ich muss es durchschneiden. Das hält ja hier keine Bremsung mehr aus. Das muss weg. Das muss weg. Jetzt. Also so einen doppelten Zug hier habe ich nicht, also einen doppelten Zug, so hier mit so zwei solchen, Walzen. Den habe ich nicht. Das weiß ich. Eine Walze, ja. Habe ich hier ein kurzes Ende. Das fädel ich jetzt hier durch. Ding machen hier. Mein Magen spielt verrückt. So. Hä? Wo ist er denn? Hier. Ah, jetzt kriegt ihn ja nicht erhalten, ne? Beim Festziehen wieder. So, das wäre doch eine Lösung. So und dann hier festziehen, wenn der sich nicht mit verdreht, wenn der Teil reicht zum Halten. Und schließen. Duck and cover. Mach's wie Herb die Schildkröte. Ducken und bedecken. Also ehrlich gesagt, das probiere ich hier zum ersten Mal aus mit diesen Klemmschraubern. Ich muss sagen, hält erstmal gut. Ich lasse die Länge. Das muss. Wenn es jemand stört, kann das kürzer machen oder eben zweimal knicken. Kann man ja auch noch machen. Das ist jetzt erstmal ein Versuch, ob es hält. Oh, das finde ich gut. Das finde ich ja wirklich gut hier. Gerade. Was ist denn mit meinem Magen los? So. Und jetzt kriegt er hier noch einen Schlag, dass er mittig sitzt. Ja, bitte? Ich möchte fragen, ob Sie diesen Mantel, also dieses Stoffding hier für die Schlösser auch einzeln haben. Nee, mal alte Schläuche haben wir da. Einen alten Schlauch? Ja, mal alte Schläuche rum. Alter Schlauch, zwei Kabelbinder, die liegen halt draußen, so machen wir das dann auch. Also nehmen wir einen alten Schlauch, schneiden den natürlich auf die Länge, ne? Also Kette rein, auf die Länge schneiden. Oh. Ja. Das ist halt. Und den alten Schlauch, den? Der liegt draußen, hängt draußen am Holzwagen dran. Kannst du dir einen wegnehmen? Machst du dann am Ende jeweils mit einem Kabelbinder fest, weil die Dinger, die Höhen gibt es nicht einzeln zu kaufen. Perfekt und. Bremst gut, bremst besser. Jo, das war's. Das ist ja eine der wenigen Reparaturen heute hier gewesen. Fass es nicht. Also, die Türpappe ist dran. Türen sind erledigt, also Türen sind nicht erledigt, aber eben diese mit Verkleidung abbauen, das ist erledigt, das freut mich. Jetzt haben wir nur noch Doppelständer, wunderbar. Jetzt haben wir nur noch unten das zu lösen. Hi. Na, was brauchst du? Ich brauche was. Ja. Nix. Er braucht nichts, wa? Er hat alles. Du hast mir doch neulich den Lenker so nett gerichtet. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, kann sein. Klar, ja. Das ist alles super. Ich brauche nur, habe ich festgestellt, neue Pedale, weil die alten, da zerlegen sich gerade die einzelnen Kugeln. Ja. Und eventuell auch neue Lenkel, wenn du Angebot hast. Und da ich zwar das Rad früher selber zusammengebaut habe, aber leider halt überhaupt keine Zeit mehr habe, wollte ich fragen, ob du das auch machst. Machen hoch! Mach's hoch. Na, dann bringst du mal runter. Bringst du runter? Jo, da muss ich aber. Kann manchmal was tragen, schon mit einer Hand. Ja, das ist ein großer Mann. Wenn du das mit Papas kannst, dann kannst du Papa auch ins Altersheim tragen. So, das brauche ich auch später. Ja. Also, das sind halt so uralt, die Ohren, und da sind einfach jetzt die Kugeln. Manchmal ist es ganz zahm, manchmal macht es einfach. Und da ist nichts mehr da. Ja, keine Kugel mehr, vielleicht noch jene, die sich ab und zu verlieren. Genau, das meine ich auch. Und deswegen, ich bin auch nicht mehr so, dass ich mit den Dingern fahre. Das heißt, also, wenn auch ganz normale. Auch nicht, genau. Und die Mäntel, die tun zwar theoretisch noch, aber du siehst hier, die sind so alt. Das sind die sind gar nicht alt, aber jetzt ist echt die Macke bei Continental, dass die sich da so zwei verschiedene Gummischichten haben, dass die sich echt so auflösen. Ah, okay. Also die Gummimischungen sind zwei verschiedene, an der Seite ist jetzt eher eine weichere und die Lauffläche ist eher... Ja, so ein Reflektor soll es da raus, aber ich weiß. Das löst sich, das war schon nicht mehr da. Oh Mann, nice. Ja, also eigentlich Reifen bräuchtest du keine. Also du meinst, ich kann mit denen noch weiterfahren, dann fahre ich mit denen weiter, habe ich kein Problem. Wenn das nur scheiße aussieht. Das sieht einfach nur scheiße aus, ne? Wenn es irgendwann beult. Ja. An der einen oder anderen Stelle, dann ist es halt doof. Okay, dann aber solange wie sich das nur trennt voneinander. Okay, ja gut. Nein, ja, mach, kannst du da mal, wenn sie beulen. Doch, nicht so. Nee, dann ist ja gut. Ich bin für lange haltbares Zeugs. Das ist ja dann nicht mehr einwandfrei. Was ist das? Das ist ein Schalthebel. Ja. Das ist ein sehr guter Schalthebel. Ein nahezu unkaputtbarer Schalthebel sozusagen. Du kannst natürlich auch das freimachen, ich weiß. Freimachen hier, warte mal, hier funktioniert ja. Ja, dann hast du das. Aber es ist schon natürlich schön. Ist ja auch 7 Grad, ne? Ja. Ja, ein bisschen bewegt. Früher hatten die Jungs noch richtige Daumen. Ja. Da braucht man die dafür. Das war nicht so klick und klack. Weil da hat man noch so iPhone-Daumen. Ja, kannst du in Zukunft auch so schalten, ja. Jo, ja, entweder ihr braucht da hätte ich hier zeitgemäß. So ein bisschen, so halt in der Art. Alice! Du musst mal runterkommen. Das ist so groß, ich kann ich gar nicht bewegen, Paket. So groß? Hier. Was ist denn das? Was ist das? Von Mark. Mark. Mit der Katze? Besser als der Katze? Ein Mark ist mit der Katze, stimmt. Also eine schwarze Katze. Was ist eine schwarze Katze? Ja, das ist ja echt gigantisch. Oh. Ja. Mama, was ist das denn für ein Paket? Das ist der Luftballon. Weiß ich nicht. Hat dir das Papa geschickt oder hat er das nicht geschickt? Oder kein Abonnent. Doch. Abonnent? Hör uns an. Na, alle! Das ist wirklich von einer. Ich krieg immer ja nichts, wisst ihr? Ich weiß gar nicht. Anni, warte, ich fange mir das hier. Aber wir gucken. Mama, fang! Oder? Warte! Mit Blumen, Blumen. Wir gucken jetzt. Okay, ich bringe dann Blumen das Blumen auf. Nee, du bringst Blumen runter. Ich klinge bei ihrem auf. Marin, jetzt Ticket auf. Ticket auf. Ticket auf. Oh, hier. Ticket auf. Ticket auf, Ticket auf, Ticket auf. Diese alle stehen wie bei der Bescherung. Das ist wirklich stramm beisammen. Schwer? Ja. Ich brauche mal hier so Schere. Hier so den Clipser, den bisschen den. 5 Vierecken. Ne, da machst du 2. Jetzt bist du. Und danach muss er mit mir gehen. Genau. Und ich da auch. Du schaffst es ja noch nicht. Das ist richtig. Skadi kann das Paket hier so. Du darfst als erstes rein. Ja, du darfst als erstes rein. Richtig fest. Genau. Ich hab mal meine Hände da. Eine Ballung. Aus Skadi. Au. Hat man sich gemacht. Und wir gucken weg. Müller, das Paket steht hier drauf. Müller! Ist das ganz auf? Hey! Für wie viele Jahre denn? Hat er nicht einmal geschrieben, dass er da gerne so ein Presspaket schicken würde? Bestimmt ein glattes Brot. Dass wir viel gegessen haben oder so? Aber im Urlaub war? War der das? Das stimmt ja nicht. Hat er geschrieben. Das war, glaube ich, bis nach der Entbindung. Oh ja. Warte, stopp, stopp. Familienmüller, stopp. Mama geben. Bitte einmal vorlesen. Bitte, bitte, bitte. Genau, das 20-Kilo-Fresspaket. Oh nein. Es ist mein Best auf Bio aus circa 20 Jahren Bio-Erfahrung. Der Schokovorrat in der bemalten Box ist eine kleine extra Stärkung für Malis nach der Entbehrung der letzten Wochen. Was ist das? Die Matte und die Eisbehälter finden sicher Verwendung in der gesamten Familie. Viele liebe Grüße aus Bonn. Oh, Mann, okay. Ah, und hier ist noch was. PS, die Box habe nicht ich gemalt. Also bitte kein schlechtes Gewissen haben deswegen. Ich dachte, dass zu Onas Geburt auch etwas Besonderes ins Paket muss. Und nochmal PPS, die Matte hatte ich noch übrig und lag hier monatelang nur herum. Ist natürlich super für so eine große Familie. Ja. Muss man das aufreißen oder nicht? Hm? Geht das aufreißen? Was? Nein, ich habe eine Karte. Ich glaube, das ist bestimmt für Mama. Ona, sei für Mama. Das ist ja süß, ey. Was ist denn für uns? Blumen. Alles. Blumen. Oh. Ja, ich muss gerade erst mal den Blumen zurück. Was ist das für? Genau. Hallo. Hallo. Ich bin nach Flickzeug. Ja. Oh, cool. Ich hab den Blick. Hallo, Tom. Hallo, Lume. Hallo, Lume, Marie. Aber nicht zum Spiel. Hallo. Papa, man nimmt den Tattoo. Papa kann ich leider nicht. Aber vielleicht nachher. Achso, die hat der Katalog lag ja hier, oder? Ach ja. Nee, den mal grün. Ich glaube, nein, nein. Was hast du denn jetzt da drin? Ich habe noch nicht gesehen. Schokolade. Und ich habe eine Taschenlampe bekommen. Und dann habe ich hier also ganz viele verschiedene Sorten. Die Mama liebt bestimmt. Was meinst du für Blumenkinder? Das ist die Blumen? Die. Alles schon weg? Hey, was ist denn da? Aua! Hey! Aua! Da muss der Mund sein. Diesmal habe ich das zweite angegeben. Ja, auf jeden Fall so ganz viele schöne verschiedene Schokoladensorten. Und hier sollen wir mal googeln. Eine Homepage. Ja gut, das sind ja alles meine. Das sind ja alles meine. Hey, du kriegst immer 1000 Tüten. Ja, ich krieg 1000 Tüten. Papa macht ja auch das. Ich mache. Was sind das für Alex? Das riecht Alex dann? Hanfblätter-Tee? Hanfblatt-Tee? Das können wir Alex senken. Fürchte dich nicht. So, Achtung, weg, weg. Die pure Entspannung. Was ist da drin? Das macht Mama mal auf die Pakete auf. Musst du mir den anderen mal geben. Nimm mal her. Hier, Mama. Damit kannst du es öffnen. Mahlzeit! Wir haben keine Zeit! Kühlschrank! In jedem wieder! Ja, seid ihr eigentlich da? Ha? Das sind Cremewaffeln! Cremewaffeln! Ach, das müsste auch noch mit in meine Box rein. Cremewaffeln! Was ist das da? Luki, ganz ruhig. Dann ist mein Thema Cremewaffeln. Wer möchte eine Cremewaffeln? Das ist ziemlich für das da. Ich auch. Ich glaube, das ist nur Papier. Oh. Mm. Mm. Ware. Ja. Jetzt haben wir eine ganze Süßigkeiten. Mama, so viele Süßigkeiten. Mama, so viele Süßigkeiten. Mama, Una. Hier steht hier auch. Papa, Blumen zuletzt, okay? Oh, jetzt sind das hier mit Plätzchen. Ja, das habe ich nicht. Darüber habe ich mich nicht. Papa, ich mach auf! Ich glaube, du wolltest nicht flöten. Hm? Dann wirklich flöten können. Hm? Was ist denn das denn? Papa, ich hab vielleicht. Dann wollen wir nicht. Kein Platz mehr. Ich will auch nicht. Oh. Kombucha. Kombucha. Willst du Kombucha? Mhm. So was zu trinken. Das ist nämlich schon das Bio-Zwiebelgetränk. Ja, das ist die Bewahrszeit alles. Das war ein anderes noch doppelt. Ist ja Wahnsinn. Da spielen wir jetzt noch einen Stärkungstrio. Ey, alter Schwede. Was soll ich dazu sagen? Ich wollte nicht einkaufen. Ich esse die. Ich hab noch. Danke für das Paket. Wahnsinn, ey. Oder? Ich will veganer Ben. Das muss ich, wenn er mit in die Schule nehmen. Dann pack ich mal wieder ein. Ja. Ihr seid lass doch aber durchgehen. Ja? Ja. Sprechen Sie Deutsch? Ja. No English, sorry. A little bit? Okay. Mommy, the breakfast? Yes, exactly. Kannst du das mal tun? Kannst du es bitte einräumen oder so? Oder? Das gehört alles rein. Okay, wir müssen es noch mal aus dem Weg nehmen, weil jetzt wollen wir ja auch noch benutzen. Das ist nichts, keine Buddelform. Ich hole die nach Hause, Skadi. Wenn wir jetzt heimgehen und es sofort ausmachen. Ah, ja, ja. Das ist keine Haarbestelle, mach mir das sauber. Oh, das ist ja ein Terror, mit den Kindern auszupacken, ey. Das ist ja Wahnsinn. Wir hätten das satt auspacken sollen. Boah, Wahnsinn. Ja, guck mal hier. Ich hol mal was zum Umpacken. Oh, Minze, ey. Ja, was soll ich sagen? Jetzt nur das teuerste Fanpaket, was wir jetzt jemals bekommen haben hier, wa? Ich glaube, sowas kostet richtig Asche, so ein Zeug. Das ist Bio. Ja. Wahnsinn. Ich will es ja nicht holen. Ich freue mich auch über mein eigenes Paket. Ja, genau. Hast du ja auch noch. Ja. Ich muss das mal irgendwo. Kamera. Ganz süß. Ey. Da muss ich halt nicht einkaufen. Meine Frau. Anusha und Martin, Mama, gehen wir noch einkaufen? Ich, so, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe ja echt Rückenschmerzen. Ne? Und wir sollen ja jetzt schon unterwegs. Ja, wir können ganz einfach losgehen und dann machen wir so. Und so. Aber ich kann nicht. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben die besten Fans der Welt. Ey. Die Community mit den besten Fans der Welt. Ey, rund um die Uhr kommen hier Pakete an, wenn du so willst. Mama hat jetzt eine neue Liege. Ist für das Baby. Ist ja wahrscheinlich so eine Wickelauflage für das Baby. Da sollen mal die Babys dann nackt drauf liegen, damit sie mal wissen, was ihr Körper alles kann und nicht kann. Oh nein, ihre Haut, die wird bestimmt nur ganz rot, wenn sie es anguckt. Ja. Wahnsinn, ey. Ey, danke, auf alle Fälle, ey, kann man sich ja nicht, hört sich immer so floskelhaft an, danke, 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 aber jetzt ist ja, was soll man da anderes sagen, also wir freuen uns total. Ja, also, vielen Dank. Niemals hätte ich jetzt gedacht, na, nun hat da einer seinen Keller aufgeräumt und irgendwelche Fahrradteile gefunden oder sowas. Ja. Das habe ich erstmal auch getan. Und weil das ja so schwer ist. Und aber hier ist das Fresspaket. Ja, da stand hinten drauf auf dem Zettel hier, auf dem Versandschein, hinten Müllers Fresspaket. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Und vor allem sind es ja wirklich Produkte, die man so normal ja nicht kaufen würde. Ja, wenn man einfach denkt, was nicht oder so. Also das ist ja wirklich, sowas ist ja mal eine gute Idee. Ein Probierpaket. Und vielleicht schmeckt einem ja das eine oder andere wirklich richtig gut. Zum Beispiel Zitronenwaffeln, gut, da macht man nicht viel verkehrt, ne? Aber ich fand die Karottenkekse auch ganz lecker. Die Karottenkekse auch, die hätte ich nie gekauft. Niemals. Wahrscheinlich kosten die auch 2 Euro so eine Packung oder was. Oder dann denkst du ja auch immer drüber nach und denkst, na, für so ein kleines Ding, aber so. Wahnsinn, finde ich gut. Ich glaube ja, wir sind. Ist der beste Kanal auf YouTube sowieso. Mit den besten Fans auf YouTube sowieso. Ganz simpel. Das macht echt Spaß. Man guckt ein Paket an und voll mit Fresszeug. Die Kinder sind außer Rand und Band. Pack ich jetzt schön im Kühlschrank. Da darf keiner ran. Rufen wir. Was gibt das Paket? Wahnsinn, ey. Was denn an Zeit gedauert hat zum Auspacken schon. So viel drin, aber. Ja, aber Mathe nimmt's mit, ne? Da kam er auch, der Christi kam da auch ab. Freitag auch, oder Sonntag hat er geklopft bei mir, sagt er, du hast ja alles, du hast ja alles. Ja. Du hast ja aber alles. Ja, ja, aber ja, alles ist so, weil alles ist so, ich meine, alles ist ja bei mir so. Ich habe Schrauben, ich habe Bitten, ich habe Schraubenschlüssel, ich habe wichtig von Kreuzschrauben, Haken. Aber wenn ich mal was brauche von anderen, da haben sie nicht für mich. Na, die haben wir auch nicht. Nee. Du hast auch nicht. Ja, ich bin ja der zweite, ich bin ja wirklich das zweite Vorhaus. Ja. Wichtig. Na, ist doch gut, oder? Ja, ja, klar, logisch. Ich freue mich ja. Weil ich muss ja. Wie gesagt, jetzt muss ich das Geld für den Winter verdienen, damit der nächste Winter eben nicht so knapp wird wie der letzte. Und jetzt hat man ja die große Ausgabe mit dem Auto. 8000 Euro, ne? 8000 Euro, ja. Das ist ja auch viel Geld. Für so eine alte Kiste eigentlich im Grunde genommen, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber die werden ja nicht billiger, die Dinger. Ja, wir müssen bis um 9 warten. Es gibt wirklich Leute, die eben noch so spät auch abholen. Und dann müssen wir halt bis um 9 warten und danach fahren wir zur Bank und bringen wieder ein bisschen Geld hin. Was waren für Lumen? Ich würde sagen, wir schon mal tschüss für heute. Die Jacke ist nass, aber ist gut. Es ist Regen und so. Also es ist geil. Was soll ich sagen? Was du willst. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen nach oben. Wenn das Video euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Wenn euch das Video Beep Beep gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Nein! Aber wir hoffen natürlich, dass ihr keine Daumen nach unten macht, sondern immer Daumen nach oben macht. Yay! Aber bitte auch in die Kommentare schreiben. Tschüssi! Gut, nein und tschüssi. Jetzt ist Papa dran. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also bis morgen, wir sehen uns. Macht ihr gut. Bis dann, ciao und nochmals. Danke für dieses riesen Paket! Yay! Also das war wirklich Wahnsinn. Und was hast du in der Tasche davon? Das liegt da auf. Ich hol's. Hi. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Oh. Na gut. Mach mal aus. Mach mal aus. Mach mal aus. Mach mal aus. Bis Tschüss. Dann. Also bis morgen. Tschüss.